Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Meine Lieben, es ist Donnerstag und ich muss gleich los. Isabels Training fällt aus, aber Raphael. Und das bedeutet, ich muss trotzdem was vorbereiten, damit wir nachher auch schnell essen können. Und ihr habt gestern gesehen, ich habe die Dinger gekauft. Ne, die Tortelloni, einmal viel Käse und einmal hier mit Spinat und Ricotta. Und die mache ich jetzt. Aber als Auflauf. Das heißt, ich habe jetzt hier russisches Roulette vorbereitet. Ich habe beide Sorten, aber von den Schnittspinat nicht alles rein. Die beiden kleinen mögen das nicht so ganz. Aber ja, eine Packung hätte jetzt nicht gereicht. Das war gerade mal nur so eine Schicht, das war mir zu wenig. Ja, und das mache ich jetzt als Auflauf in einer Tomatenkäsesoße. Und diese Soße zeige ich euch, also es ist wirklich heute nichts Besonderes, keine große Kochkunst, aber manchmal muss es auch schnell gehen oder man hat einfach keine Lust oder ist nicht fit genug und was weiß ich. Und ich denke, vielen von euch geht es auch ab und zu so und einfach mal so als Anregung dachte ich, nehme ich es trotzdem im Video auf. So, da sind unsere Tortellonis. Hier habe ich jetzt eine Möhre ganz, ganz fein gerieben und da drüben habe ich jetzt meinen Topf stehen und da gebe ich ein bisschen Öl rein. Ich habe es schon nämlich angemacht. Genau, richtige Platte. Und hier habe ich jetzt eine Zwiebel und eine Zehknoblauch. Und das schneide ich ganz, ganz schnell für Nicer Dicer vor. Und das wird alles viel zu groß sein. Für den kleinen Spicy schneide ich das noch ein bisschen kleiner. Und jetzt, oh Mann, Irina typisch, ne? Wenn nichts runterfällt oder daneben geht, ist das nicht Irina. Jetzt jage ich das einfach ganz schnell alles noch durch den kleinen Spicy. Damit es auch ganz fein ist, dass es man kaum merkt, dass da eine Zwiebel drin ist. Ich will das nämlich nicht pürieren, sondern es wird einfach so jetzt mit kleinen Gemüsestückchen halt sein. Das ist ein super Teil. Das Einzige, was mich nervt, dass man den Deckel immer selber hochnehmen muss. Bei den Fusionen zum Beispiel, aber eben bei den größeren Nicer Dicern geht, kann man reindrücken, so kleine Stiftchen da, und dann geht der Deckel automatisch hoch, nachdem man das runtergedrückt hat, und hier leider nicht. Und ich wünsche mir eigentlich diese klitzekleinen Würfelchen auch für den großen. Weil ich ja doch schon größeren Mengen immer schneiden muss, ist es natürlich ein bisschen blöd mit so einem kleinen. Aber so für kleine Portionen ist es richtig gut. Also der ist dann wirklich perfekt, der kleine hier. Und süß finde ich ihn auch noch. Also einmal ist es schon voll mit Zwiebel, da packe ich schon mal rein. Ich mache Knoblauch. So, das müsste jetzt reichen. Hier ist ein Tee Knoblauch. Das alles jetzt rein in den Topf. Kurz anrösten lassen. Die Möhre gleich hinterher. So, und jetzt kommt einfach mal eine Packung passierte Tomaten rein. Hey, blub, 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 jetzt die ganze Wand jetzt wieder dreckig. Wasser, Wasser, Wasser. Hopp. Ja, ein bisschen Wasser rein. Und dann, weiß nicht, ob alles, muss ich jetzt gucken erstmal, von dieser Kochcreme wieder. Also die hier, ja, 15% Fett.
Ich denke, ich nehme alles rein. So. Das sieht schon mal lecker aus. Also das von gestern war hammermäßig. Also ich muss euch echt sagen, ohne zu übertreiben oder mich selber jetzt unbedingt loben zu wollen, aber dieses Puttencurry empfehle ich echt nachzumachen. Richtig lecker. So, jetzt nehme ich einen großzügigen Löffel von Creme Légère mit rein. Oh Mann, gerade geputzt, jetzt darf ich wieder alles von wegleckern. Und dann habe ich hier Schmelzkäsekräuter. Davon gebe ich auch was rein, so eine halbe Packung. Ich habe ja gesagt, das ist Tomatenkäsesoße. Und lasse es da drin einfach jetzt schmelzen. Und dann muss natürlich Salz und Pfeffer und was noch immer rein. Ist mal nicht so viel, Käse hat ja auch ein bisschen Salz drin. Hier ist Pfeffer. Ich denke, mit einem Schneebesen wird das Ergebnis beim Umrühren besser und schneller erreicht. Oh, die Wand auch. Euch gerade fast umgekippt. Auf jeden Fall noch mehr Salz. Und ich finde, da gehört noch ein bisschen Wasser rein. Ja, und dann finde ich, dass zu einer Tomatensauce eigentlich sehr gut Basilikum passt. Also kommt dann noch Basilikum rein. Ja, was darf bei Irina nicht fehlen? Natürlich der Dill. Und was ist das hier? Ja, genau. Oregano. Davon gebe ich auch ein bisschen rein. Das ist jetzt unsere Soße. Mehr kommt da nicht rein. Also, ja, jetzt gebe ich hier nochmal nach Salz. Doch genug. Ja, und bevor ich wegfahre, kippe ich jetzt mal die Soße über die Tortellonis und dann kommt der Käse drauf. Aber das zeige ich euch gleich auch, wenn es soweit ist. Ein paar Minuten habe ich noch. So, ihr Lieben, es hat sich jetzt ein bisschen was anders ergeben. Ich muss ein bisschen früher los. Deswegen mache ich das jetzt schon fertig. Einfach mal alles drüber kippen. Jo, ein bisschen heiß auskratzen. Genau. Zack. Vielleicht ein bisschen umrühren, damit auch wirklich alle von den Tortellonis mit Soße wenigstens ein bisschen bekleckert sind. Aber ich denke, das wird reichen an Soße. Und jetzt kommt einfach mal Käse. Viel Käse. Hier ist es 20% jetzt mehr. Gab es ja gestern bei Dings. Lidl, genau. Warum kriege ich mir eine Schere zu gefasst, die vernünftig schneidet? Kann man Scheren schleifen? Ja, ne? So, jetzt kommt einfach ordentlich Käse drauf. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mehr Käse brauche auf Pizza und auf Auflauf. Jetzt nehme ich noch ein bisschen. Okay, steht Pizza-Käse, ist mir aber ehrlich gesagt wurscht. Käse ist Käse. Ein bisschen noch
Cheddar-Mischung drauf. Deckel zu. Und ich stelle das schon mal in den Backofen. Und wenn ich unterwegs bin, schon Richtung nach Hause, dann rufe ich einfach hier an und irgendeiner stellt den Ofen an. So, ihr Lieben, wir sind zurück. Und so sieht der Tortelloni-Auflauf aus. Und so sieht es auf dem Teller. Das Training ist vorbei, war ganz gut. Raphael hat eine Lehrerin von der Grundschule getroffen, weil ihre Tochter jetzt heute Probetraining gemacht hat. Habe ich mich auch erstmal gewundert, dass ich sie gesehen habe, aber naja. Wir sind hier alle auf dem Dorf quasi, ne? Und ja. Ich denke, wir werden jetzt einfach mal essen. Isabel hat Salat gemacht. Braves Mädchen. Tisch hat sie auch schon gedeckt. Jetzt rufe ich nur noch die Jungs zusammen und dann werden wir den Auflauf essen. Und ich denke, an dieser Stelle ist für heute fertig, vorbei das Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer, Daumen hoch. Und wir sehen uns ganz bald wieder, vielleicht sogar morgen schon. Tschüss, ihr Lieben.